an jeder Bushaltestelle, an jeder U-Bahn-Station, fast an jeder Parkbank hier in München, an allen öffentlichen Plätzen finden wir sie. Mülleimer und Papierkörbe. Wir stehen heute hier im Herzen von München an einem sehr belebten Platz, dem Sendlinger Tor, an einem dieser Mülleimer. Wir, das sind Schwester Anna Miriam und Pater Philipp. Wir beide gehören einer Ordensgemeinschaft an, die sich um Menschen kümmern, die vom Müll anderer Menschen leben müssen, die tagtäglich im Müll, im Abfall wühlen müssen. Und wir haben uns gefragt, wie fühlt sich das eigentlich an? Was ist das für ein Empfinden, wenn man wirklich mal in eine Mülltonne greift? Pater Philipp wird das gleich für uns versuchen. Beim ersten Anblick sieht das alles schon sehr eklig aus. Und auch der Geruch. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, da reinzufassen. Aber ich versuche das jetzt einfach mal, weil ich ja wissen will, wie sich das genau anfühlt. Ah, guck mal hier. Da habe ich ja richtig Glück gehabt. Das ist ja eine Plastikflasche, dafür bekomme ich bestimmt noch 25 Cent. Boah, da hat jemand sein angegessenes Brötchen weggeschmissen. Also das würde ich keinem mehr anbieten wollen. Die Wirklichkeit sieht anders aus, wie Anwohner beobachten. Wenn in einem Becher irgendwas drin ist, ne, dann wird das nur rausgestellt und getrunken oder in Flaschen. Egal was immer, Semi, halbe Semi, angebissene Wurst. Und die Leute schmeißen ja ganz viel weg, ne? Und das essen die dann. Also wir haben schon sehr viel Arme da. Was für Gefühle kommen in Ihnen hoch, wenn Sie sich das vorstellen, Sie müssen da reinfassen? Also bei dem Gedanken, in den Mülleimer zu greifen, natürlich erstmal Ekel. Ja, aber am Ende dann der pure Überlebenskampf, würde ich sagen. Bei diesem täglichen Überlebenskampf lassen sich die Betroffenen nicht gerne filmen. Zu groß ist ihre Scham. Aber auch die Sorge um die Zukunft bewegt viele. Bald können sich auch Familien wie wir das Leben in München nicht mehr leisten. Sind die Einkünfte oder die Mieten sind so hoch in München? Genau, Lebensunterhalt ist einfach zu hoch, kaum mehr zu bezahlen. Könnten Sie das für sich vorstellen, im Müll herumzuwühlen, um etwas zu essen für sich, für Ihre Familie, für Ihr Kind zusammenzutragen oder Dinge, die Sie verkaufen können? Also das ändert sich natürlich, wenn man ein Kind hat, wenn man jemanden versorgen muss. Ich hoffe, wir werden nie so weit kommen, aber wenn alle Stricke reißen, ja. Ja. Meine Erfahrung an diesem Ort, es ist ekelig reinzufassen in den Müll, den andere Menschen hier hinterlassen haben. Es ist beschämend zu wissen, dass es Menschen gibt, die das täglich machen müssen, um zu überleben. Es ist beschämend für unsere Gesellschaft, dass wir so etwas zulassen. Ich muss sagen, ich bin berührt. Ich bin betroffen, zu erleben, dass es Menschen gibt, die im Müll wühlen müssen. Gleichzeitig spüre ich aber auch, ich habe Achtung vor diesen Menschen. Sie kämpfen. Sie kämpfen um ihr Überleben tagtäglich. Aber in unserer Gesellschaft darf es sowas nicht geben.